Gleitzeit in Minecraft. Ja, Glückwunsch. Genau. Dann wollte ich mich ein bisschen um Psy kümmern. Und zwar, ich brauche den Rod Constructor und den Iron Rod Frame. Ja, da werde ich mich jetzt so anstellen wie nochmal was. Ich habe auch ein bisschen was gelesen, aber das Lustige ist, da gab es noch so komische Gnaden. Ich habe die bis jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, die haben sie verändert. Das sind jetzt nämlich Zauberstäbe geworden. Oder man kann das einstellen. Ich weiß es nicht. Wir werden rumfähen. Kennt mir ja nicht anders von mir. Aber es das heißt, ich lerne es und wenn ich es gelernt habe, dann versuche ich mein Wissen mit euch zu teilen. Hoffe, dass das so in Ordnung ist. So, ich brauche den Psy Constructor, richtig? Genau, und einen Iron Rod Frame. Der Iron Rod Frame, das ist einfach nur ein Lock und vier Eisen. Wow. Echt jetzt? Ein Lock. Und vier Eisen. Das war jetzt dann, glaube ich, so und so. Dann habe ich den Iron Rod Frame. Und für den Constructor brauche ich nochmal drei Loks, ein Piston und drei Gold. Eins, zwei, drei. Aua. Habe schon gesagt, eine Konstruktion wäre cool, wenn man da auf den Knopf drücken könnte und dann die das runterfahren und hochfahren. Dass die vielleicht irgendwann mit Crate gehen, das weiß ich nicht. Ich hab noch nicht mit Crate gearbeitet. Aber bringt mich auch nicht weiter, weil in der Version gibt es kein Crate. Soweit ich weiß. Dann können wir mal das Eisen hier aufräumen. Ja. Ich habe gesagt, drei Loks und was nehme ich mit? Eins. Weil ich nicht bis drei zählen kann. Höher und runter geht, aber bis drei geht nicht. Nee. So, dann habe ich jetzt den Psy Constructor. Dann hätte ich mal gesagt, stellen wir das ganze Ding jetzt einfach mal daher. Okay, dann habe ich hier ein Potenzial von 100 und eine Effizienz von 70. Ein Focusing Rod. Hold Shift. Okay. Da werden wir jetzt dann noch einiges bestimmt machen müssen. So, als nächstes brauchen wir das Psy Dust. Um an Psy Dust ranzukommen, brauche ich Spell Infusion. Das heißt, ich brauche einen Iron Rod Frame und ein Redstone ergibt ein Psy Dust. Oh Mann. Aber vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das ist die C-Taste. Welcome to Magical Psy. The best spell in scribing mod, Magic Mod in the side of the universe. Jawohl. Nicht grüßen, wahnsinnig werden, aber alles super. Please keep in the mind that having just enough items or some other method of looking up receipts is essential for playing with Psy, as receipts are not included in this guide. In order to get started spelling, you'll need some Psy Dust. To get Psy Dust, you'll need to start by crafting a Rod Constructor and an Iron Rod Frame. Ein Rod Constructor, okay. Place down the Rod Constructor and put the Iron Rod Frame in the construct a very bare bones rod. From there, drop some redstone dust in the world. You keep your rod point at the dropped items and right click to make your Psy Dust. Ja, also das ist ein Frame. Ich glaube, ich lese es noch mal. Place down the rod constructor
And puts the iron rod frame in it, conduct a very barebone rod. Focusing rod. Ich nehme den jetzt einfach mal. Blum. Okay. So, dann hätte ich gesagt, wir machen jetzt mal 8 Redstone. Dann schmeiße ich die mal auf die, in die Welt. Yippie! You got one level point. To use it. C. C. C? Nix C. Ich habe mich vielleicht in C gestoßen. Ah, okay. Tutorial 1. Requirements Level 1. Trick Debug. Hold Shift. Home Info. For testing. Prints out the target. None target any number. Number. Okay. Und select caster. Hold Shift. Select the person casting the spell. Okay. Wenn ich jetzt dich da reinschmeiß, passiert da gar nichts. Wenn ich dich da reinschmeiß, ich schmeiß mich gleich weg. Dann geht gar nichts. Okay. Dann muss ich mir das nochmal zu Gemüte führen. So, was haben wir denn als nächstes? Casting Spells. Vielleicht erklärt ihr mir gerade, was ich jetzt mache. To make different spells, you are going to need a spell programmer. To cast them, you are going to need to put them on a spell bullet and then add it to your focusing wand. However, you are also probably going to want to construct a better focusing wand. Kam mir gerade vor, als hätte sich das im Englischen fast richtig angehört. Ich bin von mir entsetzt. Aber vielleicht nur ich. Andere sind anders entsetzt. So, was brauchen wir dann dafür? Wir brauchen Lock, wir brauchen Psydust, wir brauchen eine leere Map. Es ist ja schön, dass ich eine leere Map brauche. Wenn ich jetzt... Ah, da. Ich habe doch gewusst, irgendwo habe ich noch was. Dann brauche ich 4-2. Ich merke gerade, ein bisschen Gold muss man haben. 2. Und vor allem, man muss Holz haben. Holz für den. Ne, im Lager. So, dann kommt das da rein. You have no idea how to operate this. Ja. Herzlichen Glückwunsch, das hätte ich dir auch sagen können. Eine Spell Note. Das ist das hier. Das heißt, ich brauche jetzt ein leeres Papier. Ich brauche mal wieder Holz. So, ich brauche ein bisschen Papa. Papa sagt, er ist hier. Wo habe ich dann das Papa hingeschmissen? Ich glaube, ich weiß, wo ich es hingeschmissen habe. Das müsste ich hier vielleicht sogar drin sein. Nein, dann ist es in der nächsten Reihe. Da ist Papa. So, dann habe ich jetzt diesen Spell Note. Den schmeiße ich jetzt hier rein. Dann hat er das fokussiert. Jetzt brauche ich den Humble Rod Crux, den Minor Rod Nudge und das Glowing Rod Source. Okay. Humble Rod Crutch. Das ist Redstone, Eisen und das komische Zeug. Habe ich. Dann den Minor Rod Notch. Wie schaut das Ding aus? Ja. Wie was? Mirror Rod Notch, okay. Das sind zwei Loks und das Ding. Also einfach Rezepte bauen, glaube ich, kriegt man noch hin. Lustig wird es nur, was ich da draus dann machen soll irgendwann. Das habe ich noch keine Ahnung. Aber ich mache jetzt einfach mal die Quest, dass wir auch was gemacht haben. Und einen Glowing Rod Source. Jawohl. Das kriegen wir auch noch hin. Glowing Rod Source. Das ist das hier. Und dann haben wir das. So, geht's noch weiter.
Nö, ich habe die Quest abgeschlossen. Und jetzt sagte, wir sind jetzt beim Psi-Metal Ingot. Und Psi-Metal Ingot mache ich jetzt dann mit dem Spell Infusion. Shift to more information. Effizienz 70 und Potenzial 100. Das habe ich. Schmeiße ich jetzt einfach mal auf den Boden. Okay. Da muss ich jetzt dann doch ein bisschen mehr können. Ich habe immer noch keine Idee, wie das funktioniert. Okay. Das kommt vielleicht noch da rein. Und das da kommt noch da rein. Kommst du vielleicht dahin? 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 Nö. Muss ich jetzt nochmal einfach ein Spell-Ding bauen? Oder... Ich merke schon. Einfach nö. So, wir drücken nochmal C. So, Trick Debug. Aber ich vermute, dass ich davor in den Spell Inscriber muss. Und ich habe keine Ahnung, wie das Ding operiert. Und das ist nicht gelogen. Da habe ich wirklich keine Ahnung. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich merke gerade, ich habe mir nur alte ältere Tutorials angeguckt. Wie gesagt, die haben mit der Kanone gearbeitet. Bringt mich hier aber nicht weiter. Weil das Lustige ist, ich brauche halt das Schwert, um an den Geist ranzukommen. So, was haben wir denn beim Master Chief? Ich habe den Trap noch nicht. Das Powerless haben wir auch. Requires Gardens und Gardens mache ich jetzt mit den, ja genau, schauen wir uns mal schnell die Gardens an. Das ist, okay. Akazien, Spruce, okay, so komme ich an die Gardens, habe ich eine 25%ige Chance. Dass ich an die jeweiligen Garten rankomme. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich jedes Blatt da oben auch wirklich habe. Könnt ihr mir vorstellen, bei einigen habe ich keine Blätter, weil vor allem beim Tropenbaum. Weil man hat ja, man muss ja auf irgendwas verzichten. Ja. Wenn ich lieber recht hätte. Ich bin ja von mir so begeistert. Warum habe ich immer recht? Immer wieder, wie in der Beschreibung drin steht. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich das richtig mache. Birch. Ja, genau. Da ist Jungle. Da ist Oak. Da ist Dark. Da ist Bruce. Und das Akazien. Ich schau mir das nochmal an. Compressed Rock Grinder 25%. Und da habe ich auch ein 25%. Das muss aber so sein. Aber eine 25%ige Chance, dass ich da was rauskriege, ne? I make da was falsch. Aber da gibt's ja keine.
Ich merke schon, heute klappt hier mal nichts. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Was es natürlich sein kann, ist, dass er halt nicht den Compressed will, sondern den Rock Grinder. Ich sehe was leuchten, ich sehe was leuchten. Stone Grinder. Also ich glaube ja viel, also entweder ich mache da wirklich jetzt gerade was komplett. Falsch oder das sind die komischsten 25% ever. Einfach nein. Gut, schaue ich mir auch an. Wenn ich jetzt da drauf gucke. Oder ich gucke da drauf. Schauen wir jetzt das an. Nee, das ist so. Das ist einfach so. Es ist so. Es ist eine 48%ige Chance. Alter Schwede, hab ich Pech. Also Compress gibt's ja nicht. Ich werde mit euch, ich schaffe es jetzt wieder auf den Rand von dem Holz zu bringen und breche mir jetzt dann wieder den Fuß. Ha! Na? Na? Was habe ich gesagt? Fuß gebrochen. Also ich glaube, der verarscht mich da. Da funktioniert irgendwas nicht. Jetzt nochmal. Mach das jetzt nochmal mit Akazien. Nochmal die Möglichkeit, mir den Fuß zu brechen. Weil es kann. Hab diesmal aber den großen Teich genommen. Der ist jetzt einfach nur gebrochen. Ich bekomme da ein Sapling raus, aber ich bekomme da keinen Garten raus. Nur die Harten kommen in den Garten. Ich nicht. Also normalerweise bin ich der Meinung, hätte er schon längst was rauspurzeln müssen. Bin ich. Kommt auf die Liste.
Die Liste wird immer länger. Psy angucken, dass ich nicht komplett als, ja, als Newbie, Anfänger dastehe. Angucken, wie gesagt, eigentlich, also ich kenne es mit der Pistole, aber ich habe da gesehen, dass der da in den Tisch reingegangen ist. Dann hat er da ein bisschen rumgespielt, dann war das Level 2, dann war das Level, genau, dann war das Level 2 und dann Level 3 und dann Level 4. Ja, nö. Ah, schaut mal, da steht das. What, once you reach Level 10 of Psy, you are able to turn gold into Psy Metal. Okay, da sind wir schon mal jetzt schlauer von dem her. Dass ich noch schnell das mal gelesen habe. To make different spells, you are going to need a spell programmer. To cast them, you are going to need to put them on a spell bullet and send it to your focus wand. So. Et sei. Also ich kann mir doch nicht vorstellen, sondern Spell Note machen. Ah, aber da steht auch dort. You are also probably going to want to construct a better focusing wand. Okay, das steht da auch noch da. Das kann ich vergessen, aber wir können mal schnell den goldenen da basteln. Ob der jetzt besser ist? Ich hoffe es mal. Ich hoffe, dass Gold besser ist. So, was haben wir jetzt hier? Focusing Rod. Noch mal, also mein momentanischer Focusing Rod hat 70-100. Der hat jetzt 65, aber der 150 von Potenzial. Ich nehme jetzt den einfach mal raus. Ach so, und man sollte nicht zwei Stück gleichzeitig im Inventar haben. Das habe ich auch mal mitgekriegt. So, bin ich immer noch zu doof? Spell Note. Hm? Fokus? Nein. Nein. Ich weiß immer noch nicht, wie das Ding geht. Gut. So. Muss ich da vielleicht noch irgendwas bauen? Dass ich das machen kann. Wir schauen noch mal schnell ins C rein. Requirement Level 1. Welcome to the leveling menu. It looks like you got an account with your brand new focusing rod. This menu serves as your school for the mod. And this is your first tutorial. Don't worry, this is the longest one, as it has to teach you the basics. To get started inscribing spells, you'll need a spell inscriber. To cast your spells, you also need a better rod than the one you have right now. One with all the components. Look up all the various rod components. Frame, crooks, notch, source, and vanish.
Aha. Oh Gott. Wenn ich jetzt alles gelesen und verstanden habe, sage ich nur Glückwunsch. Bin ich jetzt? Ja, bin ich mehr. Bin ich mehr doof. Schön. Select one by one. Das heißt, ich brauche Debug, ne? Target. Name Debug. For more. Okay. Nein, also da werde ich mich noch mal ein bisschen. Ah. Da muss ich mich mal einlesen, aber Leute, das ist so viel Text, und dass ich das jetzt auch noch begreifen soll, da das glaube ich jetzt nicht. Vor allem, weil ich gerade schon wieder sehe, wir sind schon wieder Minute 54. Das heißt, wir haben lang genug rumgefällt. Ich schaue mir nochmal Psyven genauer an, dass wir sozusagen dann mal beim nächsten Level demnächst sind. Dass wir hier hinkommen. Denn wir brauchen so ein lustiges Schwertchen. Psygem. Trick Greater Infusion. Okay, das wird auf jeden Fall was Größeres. Und ich glaube, die brauchen wir auch im Questbuch, um an. Ne, genau. Psygem haben wir 32 Stück. Also da müssen wir sowieso hin. Und dann werde ich bis zum nächsten Mal versuchen, noch die nächsten Mods ein bisschen. Oh, das ist mal ein wenig slow down. Gott. Wenn ich mir anstelle, ich habe mich früher geärgert, wenn immer so Englisch gesprochen wurde oder von Deutsch ins Englische und zurück, mache ich selber. Also sozusagen, man wird entschleunigt und rennt nicht die ganze Zeit rum, und ihr seht hier, da ist der graue Boden. Ja, und wie gesagt, dann kommen hier jetzt dann die nächsten Mods hin, und da muss ich ja noch eine Wand reinziehen, weil da kommen ja noch. Ja, wobei, da habe ich auch noch ein bisschen Platz. Vielleicht baue ich dann wirklich hier die Power rein. Mal gucken. Mal gucken. Lasst euch überraschen. Ja. Bin ich mal gespannt, wie viel Prozent das noch kennt. Ja, genau. Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, denn wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.